Wir haben Mist gebaut. Was ist? Patty. Patty, ich hab einen wahnsinnig dicken Kopf. Gesellschaft? Was willst du? Wer hat sie festgenommen? Wer hat dich dann angerufen und dir davon erzählt? Also hör zu, am besten rufst du Rudy an und erzählst ihm alles, okay? Okay, ich treffe dich gleich da unten. Bin gleich da, sage ich dir. Ciao. Beschissen. Wohin gehst du, Sam? Meine Familie hat mal wieder Ärger mit meiner Schwester. Ich meine, die Tochter meiner Schwester. Meine Nichte, sie braucht mich. Sieht super toll aus, Church. Wie heißt sie? Molly, Maggie, Mary, was weiß ich. Komm schon, Church, was zum Teufel war ihr Name? Sarah? Ellie? Mandy, wie geht's dir? Caitlin? Melissa? Karen? Nein. Hey, Besitz von Drogen, ein halbes Gramm Koks. Nein, nein, lass Rudy das regeln. Er ist drin, der macht das schon. So was Verrücktes. Sie ist minderjährig. Wer ist der Kerl, mit dem sie da war? Rudy sagt, er wäre 28. Keine Ahnung, wer das ist. Sie sagte mir, sie geht mit ihren Freunden erst einkaufen und dann zu einer Party nach Montecito. Sie ist 16, Patty. Ich bin 38, aber sie hat viel mehr am Laufen als ich. Wieso? Weißt du eigentlich nicht, wo deine Tochter nachts ist? Bitte keine Moralpredigt, Sam. Ich habe nämlich auch ein Leben. Ich arbeite 5 Nächte die Woche in dieser Scheißbar. Ich will auch ein bisschen Vergnügen haben. Dich zu amüsieren war noch nie dein Problem, oder? Das sagst ausgerechnet du. Erst wird deine Tochter aus der Schule rausgeschmissen, dann wird sie mit Haschisch erwischt und jetzt das. Was ist das Nächste? Geht sie auf dem Straßenstrich anschaffen? Was ist mit dir los? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Sam. Kannst du nicht mit ihr reden? Nein. Es nützt nichts, das wissen wir. Okay, na gut, komm her. Ich werde sie mir noch einmal vorknüpfen. Aber eins darfst du nicht vergessen, du bist ihre Mom. Und nicht etwa eine ihrer Freundinnen.
Sie sieht, wie du jede Nacht die Typen animierst. Wie kannst du dann von ihr etwas anderes erwarten? Mädchen gucken sich sowas ab. Hey. Judge? Ja? Wir müssen uns unterhalten. Ich kann das nicht warten. Ich habe was zu Hause, was nicht warten kann. Ach, was soll's, dafür ist es sowieso zu spät. Soll ich Bird anrufen? Ja. Ja. Also was ist heute dran? Rettet die Wale oder rettet die Pinguine? Nein, es ist die Bluffs-Pipeline-Sache. Das ist wichtig, Bird. Lass sie in Ruhe. Also Rudy hat sie da rausgehauen? Ja, in meine Obhut, nicht in Pattys. Sie hat aber noch eine Chance, gegen diesen Idioten, der mit ihr festgenommen wurde, auszusagen. Sie wurde mit dem Zeug festgenommen, Junge. Alles, was er verbrochen hat, nennt man Beihilfe zu einer Strafhandlung einer Minderjährigen. Das wird der Staatsanwalt vor Gericht total herunterspielen. Ich glaube, du hast Stacy schon lange nicht mehr gesehen, Bert. Das einzig Minderjährige an ihr ist ihr IQ. Mann, kannst du nicht damit aufhören? Was soll das, Bert? Was denn? Ich will nüchtern werden und du kippst sie rein wie am Super Bowl Sunday. Ich hab doch einen Kater, George. Letzte Nacht, wo? Die letzte Nacht war heftig, okay? Nein. Wow. Okay. Weißt du, was die nächste Stufe bei sowas ist? Leberzirrhose. Umso besser. Was sagst du, Kumpel? Patty ist praktisch pleite. Würdest du Stacy nochmal auf Ratenzahlung vertreten? Da hätte ich eine bessere Idee. Gestern habe ich einen Anruf gekriegt. Ein Mädchen, das nicht von hier ist, braucht Hilfe bei der Suche nach ihrem Vater. Klingt wie der klassische Fall vom Freund, der weggelaufen ist. Wenn der Deal zustande kommt, übernehme ich den Fall und zahle dir noch ein paar Dollar extra. Okay, das Geld kann ich gebrauchen. Ich würde aber noch nicht irgendwelche Großeinkäufe machen, noch nicht. Bert, ich habe seit Monaten kein Brett mehr gebaut. Noch eine Woche wie diese und ich muss Bootsplanken schrubben oder für ein paar Dollar tauchen. Sammy, ich habe dich vor ungefähr 20 Jahren angefleht, Jura zu studieren. Du hättest es verdammt weit bringen können. Ich lernte in der Volkshochschule das Hauptfach feiern. Ich fand ihren Unterricht sehr interessant, Herr Anwalt. Surfen fand ich immer leichter, als Anwalt zu werden. Also auf dich, Church. Du bist der Beweis, dass alte Surfer nicht tot zu kriegen sind. Sie sind stets auf der Suche nach irgendwas, wenn's auch bloß ein weggelaufener Liebhaber ist. Und als ich dann nach Hause kam, war sie schon weg. Da hast du Pech gehabt, Bruder. Ja. Vielleicht habe ich mir das Ganze nur eingebildet. Ich hatte so einen Kater, ich vertrage einfach keinen Tequila mehr. Nein, das glaube ich nicht, Church. Das wird schon wieder. Wow, wer hupt denn da so? Oh, vielleicht werde ich bald Millionär. Hey, Bert. Hey, Sammy. Was gibt's? Es geht um dieses Geschäft. Es scheint loszugehen. Ich habe noch nicht alle Details, aber es klingt vielversprechend. Toll. Und was muss ich tun? Das Übliche. Kontrolliere die Hotels. Ruf Rudy an. Vielleicht haben die Bullen irgendwas. Vielleicht können wir die gute Frau erst mal beruhigen und ein bisschen was verdienen. Du triffst sie am Pier um 15 Uhr. Sie wird auf dem Sonnendeck Ballonboard sein. Alles klar. Ich rufe dich an. Und ja, nicht vergessen, um 15 Uhr. Komm nicht zu spät, ja? Wir sind Profis! Hey, Church. Das war ja vielleicht eine super Blondine, mit der du gestern abgezogen bist. Steiler Zahn. Hat sich doch bestimmt gelohnt. Chelsea? Neuer Tag, neues T-Shirt. Hey, ich bin Sam Churchill. Sie sind zu spät. Sagten wir nicht 15 Uhr? Naja, mit der Ebbe kamen ein paar ganz anständige Wellen nach Hammonds. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Kann ich Ihnen was bestellen, Miss... Laura Anders. Ich will weder essen noch trinken, Mr. Churchill. Ich bin rein geschäftlich hier. Außerdem bin ich ziemlich sauer. Ja, und worüber? Über Sie, den Anwalt, der Sie empfohlen hat, die Polizei. Eigentlich über die ganze Stadt. Ich traue einfach keinem Ort, wo die Leute nur wegen des Wetters leben. Ach ja, und wo leben Sie, Miss Anders? In einer richtigen Stadt. Chicago. Oh, ja, wissen Sie, jeder sagt, das Wetter in Chicago wäre um diese Jahreszeit besonders schön. Also, Sie möchten weder was essen noch was trinken. Wie wär's mit einem Spaziergang, hm?
Tja, haben Sie kein Büro oder sowas Ähnliches? Nein, wie soll ich sagen? Im Moment ziehe ich mit meinem Büro gerade um. Also, entweder reden wir hier oder wir gehen zu mir. Allerdings glaube ich, dass Sie meine Wohnung überhaupt nicht mögen würden. Also gut, Miss Anders. Um was geht es? Hat Mr. Geiger Ihnen das nicht gesagt? Mein Vater ist verschwunden und wahrscheinlich ist er hier in Santa Barbara. Was ist? Er denkt, dass Sie nach einem ehemaligen Liebhaber suchen. Einem Liebhaber? Ja, einer, der mit einer anderen Frau durchgebrannt ist. Sowas ist ein Liebhaber. Als ich die Nummer von Mr. Geigers Büro gewählt habe, klangen die Geräusche im Hintergrund wie in einer Bar. Kein Wunder, dass er mich falsch verstanden hat. Er war sicher betrunken. Hören Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag, wie Sie Zeit und Geld sparen können. Miss Anders, rufen Sie die Polizei an. Die können am besten nach vermissten Personen suchen. Bert und ich sind ungeeignet. Ich habe die Polizei bereits angerufen. Die kümmern sich einen Dreck um meinen Vater oder um sonst jemanden ohne festen Wohnsitz. Ich meine, die Obdachlosen... Hey, Moment. Haben Sie Obdachlose gesagt? Anscheinend haben Sie nicht besonders viel Erfahrung, Mr. Churchill. Ich denke, der Anwalt war auch deswegen etwas irritiert. Naja, ich habe nicht viel Erfahrung, wenn es darum geht, nach einem obdachlosen Mann zu suchen, wenn Sie das meinen. Hey, hören Sie mal. Ich bin Sam Churchill, nicht Sam Spade. Okay, ich meine, ich baue Surfboards, ich male Schiffskiele an und manchmal tauche ich auch. Warum reden wir dann eigentlich? Tja, weil ich, hin und wieder erledige ich ein paar Nachforschungen und so weiter für Bird. Zum Beispiel suche ich nach Akten, ich mache Fotos, Also gut, na schön. Das Größte, was ich je geschafft habe, war, mir ein Wohnmobil zurückzuholen von einem Kerl in Lompoc. Wenigstens sind Sie ehrlich und höflicher, als die Polizei gewesen ist. Ich will Ihnen gegenüber offen sein. Mr. Geiger war der Letzte auf meiner Liste. Ich habe hier keine Wahl. Entweder Sie oder ich geb's auf. Na gut. Laura, wieso erzählen Sie mir nicht was über Ihren Dad? Naja, also meine Mutter starb plötzlich, vor einigen Jahren. Und da hat es meinen Dad einfach umgehauen. Er hat mit dem Trinken angefangen. Naja, er hat schon vormittags vor dem Fernseher gesessen. Und ich wollte ihm helfen, aber mit meinem Beruf war das zu viel. Eines Nachmittags gingen wir jedenfalls in den Park bei Soldier Field und da traf er ein paar Männer. Die waren so eine Art Landstreicher und die haben dann über ihre Erfahrungen auf der Landstraße erzählt, wissen Sie. Ihre Sommer in Kalifornien und ihre Winter in Florida und dann ist was Komisches passiert, als er denen zuhörte. Zum ersten Mal seit Monaten zeigte er Interesse an etwas. Von daher war es auch kein Wunder, als er sagte, er würde mit ihnen gehen. Dann wussten sie also davon? Naja, wir hatten eine Abmachung. Er sollte einmal im Monat, jeden Monat anrufen. Dann wusste ich, dass es ihm gut ging und ich habe ihm seine Sozialhilfe geschickt. Naja, nicht sehr schlau von ihm. Ich möchte nicht so viel Geld in der Tasche haben, wenn ich auf der Straße schlafen würde. Mein Vater ist kein Idiot, Mr. Churchill. Er und die anderen arbeiteten für ihr Essen. Naja, Gelegenheitsjobs. Genau wie Sie das auch machen. Was könnte denn passiert sein? Letzten Monat hat mein Vater nicht angerufen. Er war in Los Angeles auf dem Weg nach Santa Barbara. In 3 Jahren hat mein Vater nie einen Anruf versäumt. Auch nicht, wenn er krank war. Vielleicht ist er ja noch in L.A. Die Stadt ist groß. Nein, ich weiß, dass er hier war. Sehen Sie mal, das war genau vor 2 Wochen. Der Mann, den Sie hier sehen, ist mein Vater. Arthur Anders. Ärger im Paradies. Okay, verstehe. Was ist mit der Polizei? Was haben die zu der ganzen Sache gesagt? Tja, die sagten, dass sie nichts tun können. Aber wahrscheinlich wollen die nur nichts tun. Warten Sie. Viele Polizisten hier sind Freunde von mir. Die sind in Ordnung. Sagen Sie mal, wieso verstehen Sie das nicht? Mein Vater zieht diese idiotische Sache durch und ich bin verantwortlich. Ich hätte das Ganze verhindern müssen. Also entweder ist er noch am Leben oder... Hören Sie, ich muss es wissen. Okay. Naja, ich will tun, was ich kann. Aber erwarten Sie nicht zu viel. Einen Landstreicher zu finden in Santa Barbara, das ist... Zusammen können wir meinen Vater finden, das weiß ich. Wieso zusammen? Nein, nein, nein. Bert und ich kümmern uns ums Geschäft. Sie halten sich da am besten raus und wünschen uns viel Glück, klar? Kommt nicht in Frage. Sie sagten mir doch, dass Sie kein Detektiv sind, aber Sie kennen die Gegend und ich kenne meinen Vater. Wir arbeiten zusammen.
Und heute Abend fahre ich ein bisschen durch die Stadt. Ich habe gesehen, wo sich diese Männer versammeln. Und Sie sollten noch mal zur Polizei gehen. Vielleicht werden Sie höflicher. Was soll ich denn da? Und morgen früh brechen wir zeitig auf, damit wir in der Sache weiterkommen. Alles wird toll laufen. Ich habe ein gutes Gefühl dafür. Hey, Rudy! Das Museum für Naturkunde um 8.30 Uhr morgens sieht dir gar nicht ähnlich, Church. Keine Wellen, keine Strandmiezen? Ich habe gerade Jeb getroffen. Er hat mir gesagt, du wärst hier. Was ist los? Ein Einbruch. Jemand hat den Maschendrahtzaun aufgeschnitten. Hör mal, ich sehe mich mal ein bisschen hier um. Für einen Kunden von Bert. Meinetwegen, ich habe nichts dagegen. Wir haben so eine Art Deal. Weißt du irgendwas über einen Typen namens Arthur Anders? Der vermisste Landstreicher? Abgesehen von der Tatsache, dass seine Tochter eine Nervensäge ist. Nicht viel. Tja, weißt du was? Im Moment ist sie meine Nervensäge. Wollt ihr irgendwas unternehmen, weil er verschwunden ist? Was heißt denn verschwunden? Die Kleine fuchtelt mit irgendeinem verwischten Foto herum in einer Zeitung, die keiner kennt. Selbst wenn ihr Alter in der Stadt gewesen ist, ist er wahrscheinlich längst schon wieder weitergezogen. Meinst du wirklich? Was gibt Schöneres als Santa Barbara? Für einen Penner ist das doch geradezu ideal. Politisch nicht korrekt, Church. Immerhin sind dieses Jahr schon 4 Obdachlose ermordet worden. Wir wissen nicht, wer es gewesen ist, wir wissen nur, dass sie tot sind. Wenn du vielleicht eine Idee hast, wie wir den verschwundenen Mr. Anders finden können, dann gib mir Bescheid. Denn im Augenblick hat die Polizei hier keinen Anhaltspunkt. Danke für deine Hilfe. Hey. Wo sind Sie gewesen? Naja, der Wind war super, da bin ich ein bisschen gesurft. Das Ganze war überhaupt nicht geplant. Stellen Sie sich so unsere Ermittlungen vor? Hey, ich habe schon so einiges in Erfahrung gebracht. Nur kein Stress. Mr. Churchill, wenn Sie daran interessiert sind, mir zu helfen, ist das ein Vollzeitjob. Ich zahle für Ihre Dienste, auch wenn Sie nicht sehr effektiv sein mögen. Ihre finanzielle Vereinbarung haben Sie mit Bert, nicht Hören mit Sie, mir. Hören Sie, Peter Pan, meine Absprache ist ein Tagessatz, ein Arbeitstag. Also was ist mit meinem Vater? Also... Zum Ersten. Ich bin zur Polizei gegangen. Soweit ich die verstanden habe, sind Sie für die eine echte Nervensäge. Deren Hilfe können Sie demnächst vergessen. Und niemand hat Mitleid mit einem Obdachlosen, der obdachlos sein möchte. Und zweitens. Ich war beim Verlag und habe Ihnen ein viel besseres Bild besorgt als dieses Verkrumpelte, das Sie mit sich rumtragen. Ich danke Ihnen vielmals. Und drittens, nur keine Bange, denn ich habe einen Plan. Ich bin heute ein bisschen in der Stadt rumgelaufen. Ein ziemlich komischer Ort hier. Die meisten Leute haben offenbar nichts anderes zu tun, als rumzuhängen. Tja, es ist nicht Chicago. Nein, eher wie ein Land in der dritten Welt. Und Sie passen perfekt dazu. Und, was ist Ihr Plan? Naja, morgen wird Bert jedes Krankenhaus, jede Nervenheilanstalt, jedes Leichensche Haus zwischen L.A. und San Francisco checken. Kann er das schaffen? Ich bitte Sie. Wenn Bert nüchtern ist, schafft er fast alles. Ist ziemlich schwer zu glauben. Und ich habe beschlossen, gleich zur Quelle zu gehen. Naja, wenn Ihr Dad hier gewesen ist, hat er wahrscheinlich noch ein paar Freunde in der Gegend. Da komme ich aber mit. Auf keinen Fall. Hören Sie, Sam, ich muss dabei sein, okay? Sie können mich nicht aufhalten. Wissen Sie was? Ich denke, das ist eine ganz tolle Idee. Das meine ich ehrlich. Sehen Sie sich die Leute an, mit denen sich Ihr Vater rumgetrieben hat. Gut. Ziemlich dumm von ihm hierher zu kommen. Aber vielleicht liegt Dummheit ja in der Familie, oder? Ach, ich wünschte, es gäbe irgendjemanden in dieser grauenvollen Stadt, der mir helfen könnte. Und im Übrigen leben Sie ziemlich primitiv für einen erwachsenen Mann, finde ich. Gentlemen, wir suchen diesen Mann hier. Vielleicht können Sie uns helfen. Nein? Okay, trotzdem danke. So lebt also mein Vater. Jedenfalls erfrieren Sie in Santa Barbara nicht im Winter. Wir suchen diesen Mann hier. Sie werden nicht überfallen und müssen nicht auf Warmluftschächten schlafen. Verzeihung, Sir. Mhm. Vielleicht können Sie uns helfen. Wir suchen diesen Mann da. Haben Sie ihn gesehen? Nein, den Kerl kenne ich überhaupt nicht. Gut, nein. Falls Sie ihn sehen, hier ist meine Nummer. Okay, alles klar. Ein paar Leute versuchen, denen zu helfen, die es möchten, aber diese Burschen dort, die sind hart. Sind das Kriegsveteranen? Naja, vielleicht ein paar von Ihnen. Hallo, Sir. Wir suchen diesen Mann. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie uns an. Die meisten wollen nur eine Flasche Wein, ein bisschen Kleingeld, eine sichere Umgebung zum Leben.
Mit dieser Art von Männern ist mein Vater nicht aus Chicago weggegangen. Nein, aber das sind die Männer, die es bei uns gibt. Die Starken leben auf Kosten der Schwachen. Sie wollten mitkommen? Worauf warten Sie noch? Dann habe ich dem Bullen gesagt, dass der Polizeichef von Fort Ferris ein Idiot ist. Ich habe ihm gesagt, er kann mich am Arsch lecken. Hallo Jungs, ich habe ein paar Fotos, die ich euch zeigen möchte. Und der Bulle schickte mich nach Belgrad für 90 Tage. Jeden einzelnen Tag, da fand ich's beschissen. Aber auf dem Weg aus der Stadt raus, habe ich denen was hinterlassen, was sie nicht vergessen würden. Ich habe mir ein Mädchen gekrallt. Die wollte nach Miami trampen. Die war vielleicht gerade 15. Aber die habe ich's gezeigt. Die hörte die Engel singen. Okay, hört mal zu. Wer bist du eigentlich? Wir suchen den Mann, den ihr auf dem Bild da seht. Und für jeden, der uns eine Information geben kann, gibt es $20. Verpiss dich! 20 hat er gesagt. 20 Mäuse! 20 Mäuse interessieren mich nicht! Oh. Hey, ich scheiß auf 20 Dollar! Seht euch das Bild aufmerksam an, Gentlemen. Und wer denn die richtige Information hat, der kriegt zum Schluss viel mehr als $20. Jetzt hör mir mal zu, Schweinebacke. Heute ist dein Glückstag. Ich bin nämlich ein netter Kerl, der nur helfen möchte. Hast du mich verstanden? Ja. Was? Ja, Sir. Gut. Hey, sie hätten ihm doch nicht wehtun müssen. Leider doch. Er wird drüber wegkommen. Das Mädchen in Florida nicht, sie ist 15, genau wie meine Nichte. Glauben Sie diese Geschichte etwa? Ich glaube sie voll und ganz. Und wenn ich sie wäre, würde ich sie auch glauben, wenn sie ihren Vater wiederfinden wollen. DJ? Hey, komm schon. Was machst du denn da hinten? Hey, Mann. Wie geht's? Nicht so geht. Komm mit nach hinten. Hallo, Jungs. Wir haben hübsche Aufnahmen von der Nordküste. Am besten sind die mit einem Typen namens Sam Churchill, wie er durch die Wellen fetzt. Eigentlich dachte ich, du hättest ein bisschen Arbeit für mich. Ich habe zwar im Moment einen Job, aber den schmeiß ich hin. Ich habe leider nichts, Mann. Seit einem Monat keine Aufträge. Die beiden letzten hast du gebaut. Ich hab's schon geahnt. Aber dein Kumpel Bird hat eine Fahndung nach dir eingeleitet. Er hat dir angerufen. Vielleicht hat er was. Ja, er hat ganz bestimmt was. Bird Geiger, Rechtsanwalt. Hallo, Sammy, wie geht's dir? Hey, du klingst ein bisschen genervt. Ja, ich bin sogar mehr als genervt. Ich bin geschafft, Bert. Diese Tussi, Laura Anders und ich sind uns nicht sympathico. Weißt du, was ich meine? Ja, ein halber Tag mit dir und inzwischen habe ich jeden Penner in Santa Barbara getroffen. Ich werde doch irre. Hör zu, du musst nur dranbleiben, alles klar? Auch wenn es nichts anderes bringt, als dass man mehr Geld zahlt. Die Mandanten sind nicht immer so ganz pflegeleicht. Verstehst du? Ja, das ist der Deal. Das klingt schon besser, Sam. Ich habe überall nachgefragt, aber niemand kennt diesen Arthur Anders. Er war weder im Krankenhaus noch irgendwo sonst. Ja, ich habe da noch was anderes laufen. Ein Kumpel von mir oben in Sacramento checkt die staatlichen Computer. Nach Leichen, die vom Alter und Aussehen her zu dem Typen passen. Ja, nur ein, zwei Tage. Vielleicht etwas länger. Nein, ein, zwei Tage und nicht länger. Aber bitte, Bert, ich ruf dich an.
Wer sind Sie und was möchten Sie? Hallo, Church, hier ist Corey. Große Wellen. An der Bar H geht's ab. Corey, du brichst mir das Herz. Hör auf. Ruf mich an, wenn du hingehen willst. Bis dann. Hallo, Sam, hier ist Patty. Stacy spielt verrückt. Sie weigert sich, zu Hause zu bleiben. Sie steht unter deiner Aufsicht, Sam. Kannst du mich anrufen oder herkommen? Am besten kommst du hast du mir runter. Versprochen, mit ihr zu reden. Du hast mir versprochen, mit ihr zu reden, Sam. Ich weiß was über den Typen auf dem Bild, aber die Kohle muss stimmen. Gehen Sie zu dem Weg neben den Gleisen. Da ist eine Brücke. Kommen Sie um 5.30 Uhr dahin. Und kommen Sie allein. Tut mir leid, Kumpels, aber im Moment habe ich selbst kaum was zu beißen. Sieh mal einer an! Er lebt! Was macht dein Kopf? Sam. Du bist doch Sam, oder? Ja. Er sagt nicht viel. Ihr könnt mir glauben, der hält nicht viel aus. Jetzt machen wir ihn fertig. Du Penner. Was ist das? Los! Nicht weg! Nicht weg hier! Los! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Karin? Verdammt! Such den! Der kann doch nicht weit sein! Na los! Was ist denn da hinten passiert? Eine halbe Gallone. Bleifreies Benzin. Die haben den Plan gefasst, nachdem du heute früh Yancy zusammengeschlagen hast. Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Auf und rüber, ja? Nicht nötig, Junge. Ich bin schon so lange unterwegs. Da gibt's kaum noch ein Schloss, das ich nicht aufkriege. Wie heißt du? Too Sweet. Too Sweet. Ah ja. Jedenfalls bin ich dir unheimlich dankbar für deine Hilfe. Du hast dein Leben riskiert. Diese Freunde von dir sind nicht gerade... Arthur ist mein Freund, nicht dieser Abschaum. Und du versuchst, ihn zu finden. Moment mal. Too Sweet, soll das etwa heißen, du kennst Arthur Ender? Psst. Wir waren Reisekumpel. Und ich schulde ihm was. Er hat mir mehr als einmal geholfen, weißt du? Den Mantel hat er mir geschenkt. Ja. Besorgte mir Medikamente in San Diego, als ich fast tot war. Er ist ein guter Mensch. Wo ist er? Weiß der Teufel. Komm her. Der ist jetzt weg. Erzähl mir von Arthur Enders. Wir waren drüben im Polo-Club. Was wolltest du denn im Polo-Club? Jedes Jahr, wenn ich durch diese Gegend reise, mache ich immer ein bisschen Geld. Ich helfe denen, die Ställe ausmisten. Ich kenne den Kerl, der die Leute einstellt. Meistens sind es Mexikaner. Naja, sogar diese Illegalen sind sich eigentlich viel zu fein dafür, im Pferdemist zu stehen. Erzähl mir von Arthur Enders. Eines Tages hatte Juan was Spezielles für Arthur. Irgendein Job bei irgendwelchen reichen Leuten. Wer ist Juan? Das ist der, um den es hier geht, Bruder. Er ist der Mann. Juan Ochoa. Er wird auch Johnny A. genannt. Und dieser böse Bube macht die dicke Knete. Er macht Geschäfte für die Clubmitglieder. Schafft Illegale aus Mexiko hier rüber. Ich weiß, dass Arthur sein eigenes Geld hatte. Wieso muss der dann arbeiten? Kann ich nicht so genau sagen.
Ist schon komisch mit Arthur. Er ist nicht wirklich einer von uns, aber er will immer das tun, was wir tun. Falls ich noch Fragen habe, wo kann ich dich finden? Mit Yancy und den anderen auf meiner Spur. So viel steht fest. Oh! Du kannst rennen, aber dich nicht verstecken. Too sweet, alles in Ordnung? Ist mir schon mal besser gegangen. Rufen Sie einen Krankenwagen und die Polizei! Na los! Sam, Stacy war letzte Nacht nicht zu Hause. Patty, ich war letzte Nacht auch nicht zu Hause. Mein Gott, du blutest ja. Wieso Sie die ganze Nacht durchmachen, obwohl Sie eigentlich meinen Vater finden wollen, das ist mir zu hoch, Sam. Oh, Sie bluten ja. Ja, ich weiß, ich blute. Also bitte geht jetzt, lasst mich zufrieden. Na los. Aber Sam, Patty, ich... Wenn es wichtig ist, rede mit Bert, er ist im Wildcat. Und Sie, wir treffen uns um 14 Uhr. Nein, 15 Uhr, pünktlich. Ja, aber ich würde... Gehen Sie. Gott sei Dank. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Sir. Es tut mir leid. Hey, das vergessen wir jetzt. Ich habe nämlich eine Spur und das ist das Wichtigste. Also, hat Yancy meinem Vater nichts getan? Du, Sweet, glaubt das nicht. Und solange wir nicht was anderes erfahren, müssen wir einfach annehmen, dass Ihr Vater am Leben und wohlauf ist. Naja, jedenfalls am Leben. Sehr ermutigend. Tja. Irgendwie. Und was jetzt? Jetzt stellen wir Fragen. Hey, Kumpel. Kennst du Juan Ochoa? No. Juan Ochoa, Johnny A. No. 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 Hey, señor. Juan Ochoa? Señor, ¿dónde está Juan Ochoa? Señor, ¿dónde está Juan Ochoa? No. Das gibt's doch nicht. Sprechen die alle nur Spanisch? Ja, wahrscheinlich nur mit uns. Hey, Sam, der da. Ah. Señor, ¿habla usted inglés? Ich spreche Ihre Sprache, danke. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen einen Mann namens Juan Ochoa. Können Sie uns helfen? Den Bossmann? Bossmann? Ja, ist der hier irgendwo? Keine Ahnung, Mann. Und halten Sie die Leute nicht von der Arbeit ab. Wir suchen eigentlich jemanden, den Ochoa eingestellt hat. Einen älteren Mann. Ich kümmere mich um meinen Kram, Miss. Und Ihnen würde ich dasselbe raten. Bitte. Es ist mein Vater, den wir suchen. Geht ins Copacabana. Eine Bar in der Stadt. Ja, ja, in Milpas. Ich weiß, wo das ist. Da finden Sie ihn sicher. Center Court. Er denkt, er wäre ein verdammt guter Billardspieler. Danke sehr. Ich habe Ihnen keinen Gefallen getan, Miss. Passen Sie auf sich auf mit Johnny A. Bravo, bravo. Danke. Gracias. Gracias. Na? Na? Das war doch was. Olé! Gracias. Ah, die lässige Atmosphäre der Copa. In den Stallungen habe ich mich wohler gefühlt. Señor? Dos cervezas, por favor.
Spielen Sie Billard? Na ja. Der Mann im Anzug. Das ist unser Mann. Nachdem nun die erste Hürde genommen ist, stellen wir uns mal dazu. Was ist los, Amigo? Kein Beifall für mich? Naja, ich habe den Eindruck, als ob Sie nur mit sich selbst spielen, Amigo. Ich kann keinen richtigen Gegner sehen. Das klingt wie eine Herausforderung. Freundschaftsspiel, vielleicht $20? Nein, vielen Dank, nein. Ich will nur ein Bier trinken. Ach, kommen Sie, Sam, spielen Sie mit ihm. Auf Wunsch dieser wunderhübschen Seniorita. Naja, in dem Fall spielen wir als Partner. Nein, ganz sicher nicht. Vielleicht ein andermal. Also, Seniorita, Sie und Ihr Partner. Ihr habt gegen zwei Macho-Hombres keine Chance und andere Damen gibt es hier nicht, aber... Warten Sie. Miguelito! Der Enano wird mein Partner sein. Stoß, Amigo. Jetzt bloß nicht ausgleichen. Halten Sie sich da gefälligst raus. So gut zu spielen. Die Mädchen im mittleren Westen können Billard spielen. Oh. Hey, hör mal zu, Chica. Ich rede mit Ihnen. Sind Sie sowas wie ein Billardprofi? Die $20 zahle ich Ihnen nicht. Wir wollen auch kein Geld von Ihnen, Johnny. Wir wollen nur ein paar Informationen. Ach, Sie kennen mich. Ich kenne Sie nicht. Woher kennen Sie mich? Was soll das? Johnny, ach, Juan Ochoa, jeder weiß doch, wer Sie sind. Was denkst du, wo du hier bist, Arschloch? In einem aufgemotzten Sportcafé in Ventura? Sieh dich um, Mann. Wenn du mich verarschst, dann kommst du hier nicht lebend raus. Wo ist Arthur Anders? Weiße Haare, circa 70, arbeitet gelegentlich im Polo-Club. No sé. Keine Ahnung, von wem Sie sprechen. Ich stelle viele alte Penner für diese Jobs ein. Gesichter merke ich mir nicht. Die Bullen! Lassen Sie mich los. Hören Sie, Sie können mit mir reden oder mit denen. Sie haben die Wahl. Ich kenne diesen Kerl nun mal nicht. Aber ich kann mal nachfragen. Vielleicht war er da draußen. Ich stelle so viele ein. Wir treffen uns im Polo-Club morgen, 15 Uhr. Und kommen Sie allein. Sonst kriegen Sie nada.
Okay. Sehr gut. Okay. Und nicht vergessen. Wir treffen uns hier in einer Stunde. Ich muss noch meinen Wagen abholen, bevor die schließen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich mitgehe. Nein, ist es nicht. Okay. Aber seien Sie bitte vorsichtig. Ich verspreche Sie. Fahren Sie jetzt. Na los. Ich fahre ja schon. Heiliger Strohsack. Steckt Ochoa dahinter. Das bedeutet, dass wir auf einer Spur sind und dieser Spinner kriegt ganz schön kalte Füße. Sam Churchill, was wollen Sie? Morgen, Sammy. Oh, hallo Bert, was ist los? Ich habe Neuigkeiten wegen Ochoa. Ja? Erinnerst du dich an so einen kleinen Kerl namens Martin? Ist das der Typ, der falsche Designer-Jeans auf Parkplätzen von Supermärkten verkauft? Genau der. Ich glaube, das ist der mieseste Typ, den du je vertreten hast. Danke. Jedenfalls kennt der Ochoa, hat irgendwelche Geschäfte mit ihm gemacht. Das wundert mich nicht. Das passt zu dem. Also um 15 Uhr habe ich ein Treffen arrangiert. Wo? Sycamore 718. Da ist eine lange Auffahrt. Du wirst meinen Wagen sehen. Sycamore? Was macht dieser kleine Gauner in so einer teuren Wohngegend? Er verkauft Immobilien. Würdest du von dem ein Haus kaufen wollen? Bestimmt nicht. Hoffentlich haben die Besitzer die Möbel am Boden festgenagelt. Marty ist ein Betrüger, Sammy, und Betrüger betrügen nun mal. Wir sehen uns um 15 Uhr. 15 Uhr, ich bin da. Das Geschäft war gelaufen. Einer meiner Leute checkte die Ware und sagte, sie wäre okay. Ich dachte, damit mache ich ein paar Mäuse, von daher habe ich es versucht. Ich hätte es besser wissen müssen. Marty wurde festgenommen. Es ist offenbar eine Falle gewesen. Ich bekannte mich schuldig. Bert hat mich da wieder rausgehauen. Es war der Anfang einer wunderschönen Freundschaft. Und wieso helfen Sie mir bei Ochoa, Marty? Sowas ist doch sonst nicht Ihre Art. Geschäft auf Gegenseitigkeit. Der Anwalt sagt, Sie brauchen Informationen und ich brauche einen Anwalt. Marty steckt da in Schwierigkeiten in L.A. Nächste Woche kommt er vor Gericht. Nicht schuldig. Die müssen beweisen, dass ich gewusst habe, dass die Schuhe gefälschte Reebok waren. Marty sagt, dass Ochoa ein Büro auf der East Side hat. In einem Anhänger hinter einem Lagerhaus. Draußen bei South Sepetys. Ich war mal da. Hab da eine Ladung abgeholt. Was für eine Ladung war das denn? Liebesfilme. Qualitätsware aus Mexiko. Klar. Natürlich. Ich fand das Zeug künstlerisch wertvoll. Ich glaube, der Staatsanwalt nannte es Pornografie. Der Mann ist ein Banause.
Nehmen Sie mich denn nun mit zur Ochoa, Marty? Damit ich mich ans Messer liefere? Na ja, Marty, diese Sache da in L.A., ich weiß nicht, ich meine, ich muss einige Gefälligkeiten erbetteln, um sie während des Verfahrens aus dem County fernzuhalten. Wow, was ein Stress! Okay, gut. Wir treffen uns an der Ecke Garden und Haley um 9 Uhr. Von dort fahren wir los. Wir nehmen Ihren Wagen. Ich will nicht in dieser miesen Gegend gesehen werden, wo jeder weiß, wer ich bin. Was, haben Sie Angst vor Joe, Marty? Nein, Sie Blödmann. Aber ich muss Geschäfte mit denen machen. Die denken womöglich noch, ich verpfeife sie. Eine Hand wäscht die andere, Kumpel. Showtime. Hallo! Sie haben hierher gefunden. Wunderbar. Düsteres Viertel. Kann man wohl sagen, Kumpel. Ist nicht gerade das Villenviertel von Santa Barbara. Sam, vielleicht ist das keine so gute Idee. Seid still! Wenn die falschen Leute uns hier sehen, kriegen wir einen Mordsärger. Aber ich bin doch nur hingefallen. Wieso ist die hier? Hier irgendwo einen Lichtschalter geben. Ach du liebe Himmel. Das ist ja grauenvoll. Kennt ihr eine von denen? Hey! Lass doch den Scheiß! Sam, sehen Sie sich das an. Rezeptpflichtige Medikamente. Ich hatte nichts zu tun mit Arzneimitteln, Liebesfilme, sonst nichts. Sam. Hier sind eine ganze Anzahl Benzinkanister mit Zündschnüren. Hübsche Rohrbomben. Wieso Benzin? Naja, Brandstiftung. Pillen, Porno. Der Kerl ist ein echter Genussmensch. Hey Bert, sieh dir das an. Diese Telefonnummern sind alle in Mexiko. Moment, eine 969-Vorwahl, das ist Montecito, oder? Ja. Brenda. Sagt dir der Name irgendwas? Brenda? Dr. Franklin Brenda? Der Besitzer dieser Flüssiggaspipeline, richtig? Ja. Der ist vielleicht Mitglied im Polo-Club. Nein, warte mal, Sammy, jetzt gehst du zu weit. Der Mann ist alter Geldadel. Hör mal, das Konsortium ist kurz davor, ihm wie viel? 26 Millionen für sein Land zu zahlen. Solche Leute werden in sowas nicht... Eine Sekunde, Ochoa besorgt ihm irgendwas. Vielleicht einen Gärtner oder ein Dienstmädchen, irgendwas. Sein Name steht im Buch, also gibt's auch einen Zusammenhang. Hört endlich auf zu quatschen, bevor hier noch jemand kommt. Einen Moment, ich rieche, was es brennt. Das ist Benzin. Raus hier! Oh mein Gott. Keine Panik, aber wir müssen hier raus. So geht die Tür nicht auf. Geben Sie mir das Rohr! Beeilen Sie sich! Wieso geht die nicht auf? Los, Lohr, laufen Sie! Beinahe wären wir tot gewesen! Sie wollten doch mitkommen, oder? Ich esse hier fast jede Woche. Ein Moment der Seelenruhe in einer immer brutaleren Welt. Was ist mit Ochoa? Er hat immer Glück gehabt. 5 Festnahmen, keine Verurteilung. Seinetwegen will man die Grenzen dicht machen. Aber diese furchtbaren Bilder... Abgesehen von Marty gibt's nicht die geringste Verbindung mit Ochoa. Als zuverlässigen Zeugen würde ich ihn nicht bezeichnen. Für mich ist er ein Berufskrimineller. Jedes Gericht würde das so sehen.
Also wollen Sie uns immer noch nicht helfen? Wenn wir mit Uchoa in Kontakt kommen, wird Ihr Vater das erste Gesprächsthema sein. Das verspreche ich. Aber bis dahin können wir leider nichts tun. Ja, ich danke dir, Rhodey. Vielen Dank. Ich rufe dich später an. Hm? Adios, amigo. Oh, dieser Mann macht mich einfach wahnsinnig. Ich meine, der benimmt sich so... Ich kenne Rhodey seit vielen Jahren. Er ist ein guter Polizist. Warum haben Sie ihm nichts von den Namen in dem Adressbuch erzählt? Ganz einfach. Wenn er davon erfährt, dann wird's offiziell. Ich will zu Brenda gehen, aber nicht mit dem Rattenschwanz von Polizisten, Presse und so weiter, okay? Werden Sie da vorgelassen? Naja, Bert hat einen Freund, der ein paar Rechtssachen für die Familie macht. Er besorgt mir einen Termin. Wieso kann ich... Nein. Ich habe vielleicht 5 Minuten mit diesem Mann und das wäre schon großes Glück. Aber eins könnten Sie vielleicht doch für mich tun. Was denn? Ein Gespräch von Frau zu Frau mit meiner Nichte Stacy. Oh, über ihre nächtelangen Partys und ihren Drogendealer-Boyfriend? Ah. Ich denke nicht daran. Hallo, Sam. Bert. Das ist Tali Corso. Tali, das ist mein Partner, Sam Churchill. Freut mich. Was trinkst du? Nichts, danke. Wie du willst. Claire, bitte noch einen. Für mich. Tali hat für dich heute Nachmittag einen Termin bei den Branders gemacht. Toll. Ja, aber ich muss Sie warnen, Sam. Anscheinend ist Dr. Brander sehr krank. Schwer zu glauben, weil ich vor knapp 2 Monaten mit dem alten Piraten Golf gespielt habe. Er hat den Ball 160 Meter ins Abseits geschlagen. Wahrscheinlich hat ihn der Stress wegen dieses Pipeline-Deals runtergezogen. Er hatte ein paar geschäftliche Probleme in den letzten 2 Jahren. Hat ein Vermögen verloren mit einer medizinischen Firma. Und wann treffe ich den Doktor? Tut mir leid, Sam. Ich dachte, Sie hätten verstanden. Dr. Brander kann keinen Besuch kriegen. An Verhandlungen nimmt er nicht teil. Außer seine Anwesenheit ist absolut erforderlich, um Geschäfte abzuschließen. Sie haben ein paar Minuten bei Mrs. Brander. Die Dame ist in Ordnung. Leicht verschroben, Sie und Ihr Sohn. Aber beide sind... sehr vornehm. Guten Tag, Sir. Hi, Sam Churchill. Ich habe eine Verabredung mit Mrs. Brander. Ihren Ausweis, bitte. Sagen Sie, erwarten Sie etwa eine Invasion oder was? Danke, Sir. Ich begleite Sie hinein. Na schön. Entlang, Sir. Hey, ist das Dr. Brander? Folgen Sie mir bitte. Ma'am? Mrs. Brander? Ich bin Sam Churchill. Hallo, Mr. Churchill. Hallo, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mich empfangen, vor allem so kurzfristig. Es ist noch früh am Nachmittag. Mr. Corsos Anruf kam im passenden Moment. Bitte setzen Sie sich. Mein Sohn Randall hat das gemacht. Es ist wirklich sehr schön. Randall ist ein Naturtalent. Verkannt und unterschätzt, wie es bei kreativen Leuten oft der Fall ist. Oh, ja sicher. Es hat mir sehr leid getan, als ich erfuhr, dass Ihr Mann krank ist. Mr. Corso sagte... Ich mache mir keine Gedanken, weil mein Mann krank ist, Mr. Churchill. Tali Corso muss sich nicht aufregen, er kriegt sein verdammtes Honorar. Oh, ja, davon bin ich überzeugt, aber das habe ich nicht gemeint. Ich weiß, was Sie meinten. Sie waren höflich. Das war nett, aber ganz unnötig. Weil jeder weiß, dass ich meinen Mann verabscheue. Seit 2 Jahren waren wir nicht mehr zusammen in einem Zimmer. Und seit 3 Jahren kommunizieren wir nur noch über unsere Anwälte. Und seit 5 Jahren schlafen wir nicht mehr zusammen. Er hasst mich und er hasst meinen Sohn.
Wir wollten uns schon vor Jahren scheiden lassen, aber keiner von uns war bereit, auf dieses Haus zu verzichten. Oder auf das Geld, was noch übrig ist. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, wird er meinen Mann sterben lassen, und zwar sobald das Pipeline-Land verkauft ist. Also, wieso sind Sie hier? Soweit ich weiß, sind Sie, Ihre Familie, Mitglied im Polo-Club. Ich habe mir seit Jahren kein Spiel mehr angesehen. Randy sieht sich ab und zu eins an, glaube ich. Da ist ein Mann, der erledigt öfter Dinge für die Mitglieder des Clubs. Sein Name ist Juan Ochoa. Kennen Sie den Mann? Nein. Vielleicht vermittelt er Ihnen Ihr Personal. Putzfrauen, Dienstboten vielleicht, Gärtner, Parkwächter. Wir haben nichts zu tun mit ihm. Hallo, Randall. Mr. Churchill, das ist mein Sohn. Mr. Ochoa ist von vielen Clubmitgliedern beauftragt worden, Helfer für die Ernte, Stallburschen oder sowas zu finden, aber nicht mehr. Vielleicht hat er sein Geschäft erweitert. Das würden wir wissen. Mutter, wieso ist dieser Mann hier? Weil Juan Ochoa vielleicht für das Verschwinden einer Person verantwortlich ist, die ich wiederfinden soll. Es gibt hunderte von Mitgliedern im Club. Wieso belästigen Sie gerade uns? Weil Ihre geheime Telefonnummer im Notizbuch von Juan Ochoa aufgelistet war. Wenn die Nummer geheim ist, woher wissen Sie dann, dass es unsere ist? Weil ich die Nummer angerufen habe und Ihr Dienstmädchen an den Apparat gegangen ist. Ich möchte, dass Sie hier verschwinden. Sie machen mich wütend und Sie stören meine Mutter. Wenn das so ist, Ma'am, dann tut es mir leid, aber ich muss... Mr. Churchill! Obwohl es Sie wirklich gar nichts angehen dürfte, ist mein Stiefvater sehr schwer krank. Wir haben Prozesse und Verfahren am Hals wegen dieser lächerlichen Verhandlung, die die gesamte Familie in eine enorme Stresssituation versetzt hat. Also würden Sie uns bitte den Gefallen tun und unser Haus sofort verlassen? Oder soll ich vielleicht erst unseren Wachdienst rufen? Nein, danke. Danke für das Gespräch. Was ist mit den Branders? Ihr Haus wird wie eine Burg bewacht. Überall Sicherheitsleute. Warum? Die Branders sind reiche, exzentrische Leute. Sie können es sich leisten, dass man sie in Ruhe lässt. Das ist nicht so ungewöhnlich in Montecito. Aber Sam... Tut mir leid. Ochoa hat ihre Telefonnummer. Er hatte eine Menge Telefonnummern. Ich glaube, Bert hatte recht. Es tut mir... Oh. Ah! Hört zu, ich will euch nichts tun, also setzt euch hin, seid ruhig und genießt die Fahrt. Wer sind Sie? Wohin bringen Sie uns? Zu einem Freund, nur um zu reden. Ihnen. Ging mir schon mal besser. Ich hoffe, wir haben Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereitet. Wer sind Sie? Nathan ist mein Name. Willkommen in unserem Camp. Warum haben Sie uns gekidnappt? Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Mehr dazu später. Jetzt gehen wir spazieren und ich erzähle. Ist das nicht ein fantastischer Blick? Doch, aber mir reicht's jetzt. Was wollen Sie von uns? Ich bitte um Verzeihung, aber es war notwendig, dass wir reden. Aber ein Anruf hätte es bestimmt auch getan. Sie haben recht. Das wäre ganz sicher der normale Weg gewesen. Aber eine Menge Leute würden mich gern hinter Gittern sehen. Und ich muss einfach wissen, wie Sie dazu stehen. Okay, wer sind Sie? Ich bin der Anführer dieses bunten Haufens. Wir nennen uns die Retter der Erde.
Die Leute in diesem Camp sind Mitglieder der Ortsgruppe. Ich habe über sie gelesen. Er ist ein bekannter Ökoterrorist. Das schreiben sie in den Zeitungen. Ich habe nichts dagegen, die Bäume im Wald mit Stacheln zu versehen. Oder Zucker in den Tank eines Baggers zu kippen. Wir leisten Widerstand. Wenn wir das nicht tun, wer sonst? Und wie sieht es mit dem Sierra Club aus? Tja, das sind gute Leute, nette Leute. Aber sie lassen sich von dem System benutzen, das sie zu ändern versuchen. Naja, das ist alles schön und gut. Aber was hat das mit uns zu tun? Was läuft zwischen Ihnen und Dr. Brander? Nichts, ich habe den Mann nicht mal kennengelernt. Wissen Sie, wahrscheinlich würden Sie beide die Schönheit dieser Landschaft genauso genießen wie ich. Moment mal. Das hier ist Branders Land, oder? Wo die Flüssiggasraffinerie hinkommen soll. Ich habe mal hier vor der Küste gesurft. Dann kennen Sie ja den Wert des Landes. Ja, 26 Millionen, das haben Sie in der Zeitung geschrieben. Das ist ein enormer Wert. Zuerst wollen Sie die Hügel abtragen, dann die Bucht zerstören, die Bäume fällen. Das haben Sie alles gesagt. Und Brander wusste das. Deswegen überschrieb er sein Land einer Schutzbehörde. Moment mal, wenn Brander auf Ihrer Seite ist, verstehe ich Sie nicht. Was ist Ihr Problem? Ich dachte, Sie könnten etwas Licht in die Sache bringen. Das letzte Mal, als wir ihn kontaktieren wollten, wurden wir von bewaffneten Sicherheitsleuten verjagt. Dann haben wir den Stiefsohn beschattet und auch den anderen, der sein Freund ist. Doc traute diesem Jungen nicht. Und diesem Ochoa noch weniger. Ochoa? Ian folgte einem seiner Handlanger, als er sie am Wohnwagen sah. Und als sie zu der Villa gefahren sind und sofort rein konnten, da wurde es Zeit, dass wir uns kennenlernen. Mason, ich glaube, Sie haben eine Menge Zeit verloren. Ich habe kein Interesse an Brander oder seinen Besitztümern. Ich bin hinter Ochoa her, aber aus völlig anderen Gründen. Hören Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Und vielleicht brauchen Sie auch unsere. Ich möchte, dass Sie nochmal zu dem Haus fahren und dort mit Dr. Brander sprechen. Dort bin ich bestimmt nicht sehr willkommen, aber... Naja, wenn es soweit ist, sehe ich, was ich tun kann. Die Einsätze sind hier hoch. Und diesen Kampf wollen wir gewinnen. Ich gebe Ihnen die Nummer von einem Verbindungsmann in der Stadt. Wenn Sie unsere Hilfe brauchen, sind wir für Sie da. War doch fetter Abend. Die Kneipe war doch toll. Mom, wir gehen. Ich habe den Zettel hingelegt. Ach ja? Und was steht da drauf? Da steht drauf, dass wir zu einer Party gehen. Ah, mit einem Freund aus Montesino. Was gibt's denn da zu meckern? Es ist nach Mitternacht, Stacy. Und? Du gehst nirgendwo hin. Außer ins Bett. In dein eigenes. Ist doch harmlos. Wir sind spätestens in der Stunde zurück. Hey Baby, lass ihr doch den Spaß. Sie ist ein großes Mädchen. Nein, sie ist erst 16 Jahre alt. Komm schon, mir reicht es jetzt. Stacy. Hey, mach keinen Stress. Du hast mich doch zum Drink eingeladen, weißt du noch? Nur eine Stunde, Stacy. Hast du gehört? Was machst du denn? Nichts. Raus hier! Raus hier! Halt die Schnauze! Nein, du verschwindest hier! Raus hier! Raus hier! Stacy! Abgehauen. Hallo, Rudy. Ja, ich weiß. Hör zu. Ich rufe nur an, weil es wirklich wichtig ist.
Ja, tut mir leid. Aber ich muss die Adresse von diesem Kerl haben, der mit Stacy festgenommen wurde. Ja, jetzt sofort. Such sie mir bitte sofort raus. Privatparty, Kumpel. Ja, tja, ich wollte nur... Was machst du mit meiner Nichte, Kumpel? Verschwinde, du Clown! Stacy. Was zum Teufel ist hier los? Dieser Typ hat mehr Leben als eine Katze. Es muss ganz natürlich aussehen. Randy! Randy! Randy, ich muss dich sprechen! Brenda? Tu doch endlich was! Es reicht mir, wenn du dich mit mir anlegst. Schneid ich ihr die Kehle durch. Danach bist du selbst dran. Lass das, du Blödmann! Meine Kamera! Vergiss die Kamera! Ochoa, wie kriegt man diese Tür auf? Drück einfach auf den Knopf. Ich brauche nur die eine Kamera. Halt die Fresse! Okay, du Held. Jetzt gehört sie dir. Sie ist Secondhand. Wird schon wieder. Hören Sie zu, ich weiß, ich war dagegen, aber es ist langsam Zeit, zur Polizei zu gehen. Nein, nicht, wenn Stacy in die Sache verwickelt ist, denn das ist im Moment Gift für sie, für Patty auch. Die Spur führt hier wieder zu Ochoa. Die Bullen vermasseln es, Ochoa geht nach Mexiko und das war's. Ich muss noch mal zurück in die Brander Villa. Ochoa ist dort mit Randy, ich weiß es. Oh, viel Glück bei der Sache. Ich brauche nur ein bisschen Hilfe, Bird, das ist alles. Was ist mit Nathan? Wenn er die Wachleute so lange ablenkt, bis ich aufs Grundstück kann und dann ins Haus gelange. Wir aufs Grundstück können. Vergessen Sie es. Nein, Moment, da ist was anderes. Nein. Hör mal zu, du hast gesagt, das Haus wäre groß. Wenn wir alle zusammen reingehen, haben wir eine Chance. Es ist zu gefährlich, Bird. Dieser Typ hat schon dreimal versucht, mich umzubringen. Ich werde Laura nicht da reinziehen. Entweder wir kommen mit oder ich rufe Rudy an. Das ist Erpressung. Ach, kommen Sie, Sam. Jemand muss auf Sie aufpassen. Ich meine, Sie neigen doch zu Unfällen. Okay, gut. Okay. Aber ihr müsst tun, was ich sage. Alle beide. Laura,
Sie können gleich mal Nathan anrufen. Okay. Bert, du rufst Tully an und fragst, ob er vielleicht irgendwelche Informationen über das Haus hat, das Grundstück, die Nebengebäude. Und was ist mit dir, Junge? In Hammonds gibt's tolle Wellen. Ich werde eine Runde surfen. Jack, was zum Teufel war das? Vielleicht eine Gasexplosion. Rufst du die Feuerwehr an? Die schicken jemanden. Halt die Augen offen. Alles klar. Kommt hier entlang. Los. Es ist wie das Hornsignal vor dem Angriff. Pass weg. Oh Gott. Und? Das war so eine Art Bombe. Das hier haben sie liegen lassen von diesen Baumliebhabern wegen der Pipeline. Die sind vielleicht noch hier. Na los, ihr müsst sie finden. Und wenn ihr sie findet, schont sie nicht. Ja, Sir. Panik nicht. Alles, was passiert, geht auf das Konto von Sam Churchill. Ich habe genug, Ochoa. Mutter und ich sollten jetzt lieber verschwinden, bevor die ganze Sache hier umkippt. Hör auf zu flennen. Du hörst dich ja an wie eine Schwuchtel. Ihr bleibt so lange hier, bis der Deal abgeschlossen ist. Du darfst jetzt nicht durchdrehen. Wir sind zu nahe dran. Komm jetzt und halt den Mund. Okay. Was hat er gemeint? Keine Ahnung, aber ich werde schon rausfinden. Nein. Hör zu, diese Kerle haben brutale Methoden. Wir verschwinden jetzt. Unbefugtes Betreten, okay? Wir rufen Rudy an, sagen ihm, wo Joa ist und das war's. Wenn du da reingehst, ist das Einbruch. Du bist freiwillig, die können dich ganz legal erschießen. Bert, irgendwas ist hier im Gang und Joa mischt da kräftig mit. Komm jetzt, wir... Okay, hast du dein Handy dabei? Ja. Halt die Augen und Ohren offen. Wenn irgendwas schief geht, dann rufst du Rudy an. Ich finde es zu riskant, Sammy. Warte hier. Komm, sie. Ich hab doch gesagt, es ist nett hier. Das ist Mrs. Brander. Sie macht uns keine Schwierigkeiten. Sie sehen hier nach, ich gehe mal nach oben. Wonach suche ich überhaupt? Naja, nach allem, was mit Ochoa zu tun hat, keine Ahnung. Ich bin kein Detective, aber seien Sie vorsichtig. Ja, klar. Thank you.
Hier, Morten. Ich habe einen Haufen Flugblätter beim Badehaus gefunden. Oh, es tut mir leid, ich hatte nicht gesehen, dass Sie... Ich meine, ich... Sie sind Dr. Brander. Sir, es tut mir leid, ich wollte Sie nicht stören, aber da ist jemand hinter mir her und wir sind unbefugt hier eingedrungen. In Ihr Haus, meine ich, und überall sind Wachleute und Ihr Stiefsohn ist hier mit diesem furchtbaren Ochoa und... Eigentlich suche ich nur nach meinem Vater, denn er wird vermisst und zwar... Laura. Oh mein Gott. Ich wusste, dass du noch lebst. Oh, was haben sie mit dir gemacht? Drogen. Oh, Daddy. Oh, hol Hilfe. Hör zu, Sam ist hier, okay? Das erkläre ich dir später. Aber wir werden dich sofort hier rausholen, okay? Oh! Hier ist Johnny. Es klingt ein wenig kitschig, aber... Ich habe das immer zu jemandem sagen wollen, um ihm richtig Angst einzujagen, wie Jack in dieser Shining-Geschichte. Hey, Oma, was ist mit dem alten Kerl los? Er gehört mir. Ich habe ihn doch gefunden. Und deswegen behalte ich ihn. Alles klar. Sam! Sam! Laura. Laura? Laura! Der große Held? Guten Flug gehabt? Sie mussten sich ja unbedingt wieder einmischen. Ich bring dich um, du kleine Ratte! Ist ja gut! So werden Helden zu Helden, Mann. Stecken ihre Nase immer in die Geschäfte von anderen. Gehen wir! Sam! Laura, geht's dir gut? Sam, das ist mein Vater. Dr. Brander? Nein, Sam, das ist mein Vater. Sie haben ihn hier gefangen gehalten. Tja, er ist fast genauso gut wie das Original. Der Mann ist gefährlich und clever. Haltet ihn fest. Wo ist Dr. Brander? Er hatte einen Verkehrsunfall. Sie wissen doch, wie unsicher unsere Straßen geworden sind. Ochoa! Sie haben Dr. Brander getötet? Nein, Mann. Das machen wir mit Ihnen und der Billardhure. Beim Überqueren der Straße habt ihr vergessen, nach beiden Seiten zu sehen. Ich weiß nicht, wieso du sowas hier erwähnst. Oh, wie immer, viel zu zart beseitet. Ich bin da anders. Ich bin nicht annähernd so sensibel. Moment mal. Ihr habt Dr. Brander getötet und ihn durch Arthur Anders ersetzt? Der alte Mann war zwar am falschen Ort, aber zum richtigen Zeitpunkt. Für uns. Er hat keinen Zwillingsbruder. Hey! Aber demnächst. Weswegen? Der Grundbesitz, Chica. Der alte Mann wollte ihn einfach verschenken.
an Nathan. Genau. Wir haben versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber er wollte nichts hören. Er musste am Leben bleiben wegen seiner Unterschrift. Denn wenn man sein Testament sieht, wird klar, dass Randy Boy und seine Mama am Ende sind. Aber sie haben doch schon so viel Geld. Nein, denn Dr. Branders Investitionen waren ein Reinfall. Immobilien, Termingeschäfte, Beteiligungen. Dr. Brander hat in den letzten Jahren Unsummen von Geld verloren. Oh, sehr richtig, Sie Schlaumeier. Was war mit der Pornoproduktion, Ochoa? War das nur ein Zubrot, bis der Raffineriedeal zustande kommt? Das waren nur Kleinigkeiten, aber ich hatte die Beziehungen und Randy ist ein äußerst begabter Junge. Außerdem waren die Chiquitas unheimlich nett. Nein, Sam, bitte nicht! Okay, Amigos, es wird Zeit. Bringt sie runter in den Weinkeller. Ich würde einen Cabernet vorschlagen. Der passt zu einer Kugel am besten. Dad. Dad, alles in Ordnung. Ich bin bald wieder... Dad! Du kannst sie nicht hier im Haus umlegen. Halt die Fresse! Geh zu deiner Mama, während ich hier mal wieder den Dreck wegmache. Sam! Was ist denn hier los? Bald verzieh dich! Keine Morde! Mehr! Das warst du! Du bist schuld! Das hast du mir angetan! Ich habe nichts ohne dieses Schwein! Gar nichts! Die Waffe weg, Ochoa! Wird's bald! Was hast du dir dabei gedacht? Sein Blut riecht nach Schnaps. Ich musste Ruby anrufen. Nicht reden, bitte. Mehr. Versuch nicht zu reden. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Er hat mich getroffen. Ja. Rudy, ruf einen Krankenwagen! Lass mal sehen. Ist das zu fassen? Wenn das kein Zeichen ist, Sammy. Das war's. Ich schwöre bei Gott, dass ich damit aufhöre. Wenn ich gewusst hätte, dass eine Kugel dafür ausreicht, hätte ich dich vor Jahren schon angeschossen. Und beinahe hätten sie es sogar geschafft. Sie haben eine Menge Leute an der Nase rumgeführt. Mach's gut, du alter Pirat. Das ist ein guter Freund. Das bin ich auch, Church. Deswegen sage ich dir jetzt auch, was für ein Schwachsinn das war. Du hättest mir rein Wein einschenken sollen. Du hast recht, tut mir leid. Wie schaffst du das? Solche Dinge nehme ich zu persönlich. Ich wäre auch niemals ein guter Polizist oder ein guter Anwalt. Aber du hast deinen Typen gekriegt. Ja, genau, oder? Ja. Ich weiß, es tut mir leid. Ich bin immer zu spät. Lass mich raten, die Wellen. Ja, bei Stanleys ständig 3 und 4. Ah, heute mit Anzug und Krawatte. Hm? Ach, den trage ich nur bei besonderen Anlässen, so wie heute. Das letzte Mal trug ich ihn bei meinem Highschool-Abschluss. Naja, du siehst richtig scharf aus. Danke.
Da wir gerade von Klamotten reden, du siehst aber auch ziemlich scharf aus. Ja? Oh ja, typisch Santa Barbara. Allerdings muss ich jetzt wieder zurück in die richtige Welt. Ja. Sag mal, musst du wirklich jetzt schon wieder zurückfahren? Ich meine, komm schon, eine Woche länger in Santa Barbara wäre doch nett. Also bleib noch da. Ich habe Verantwortung, Sam. Ich habe eine Katze, eine Wohnung, eine Karriere. Ja. Danke für das Angebot. Irgendwann mache ich hier mal Ferien, denn immerhin kenne ich hier schon ein paar Leute. Alle Fluggäste nach Denver und Chicago bitte zum Flugsteig 3. Alle Fluggäste nach Denver und Chicago bitte zum Flugsteig 3. Auf Wiedersehen, Sam. Du wirst mir fehlen. Du mir auch. Hi, Sam. Toller Anzug. Hey, warten Sie. Warten Sie doch mal. Sir, wenn Sie das nächste Mal in Chicago sind, wäre das doch ein tolles Outfit, ne? Wiedersehen. Ellie? Wie war gleich Ihr Name? Hey, warum diese Eile? Warten Sie! Hey! Is what you read.